Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Yoga-Video mit mir, mit Tobias von Yoga Privi. Schön, dass du heute mir deine Zeit schenkst. Und Namaste! Ich habe dir für diese Yoga-Klasse eine Sequenz zusammengestellt, die wir gemeinsam so ein bisschen mehr als eine Stunde praktizieren werden und die uns immer wieder in Rückborgen hineinführen. Rückborgen haben anatomisch gesehen sehr schöne Wirkungen. Wir strecken die Wirbelsäule, mobilisieren sie, schenken ihrem Alltag eben eine sehr schöne Aufrichtung, schenken ihr auch etwas mehr Kraft und Stabilität. Und die gesamte Vorderseite unseres Körpers wird intensiv gedehnt. Und alles hilft dir, mit ein bisschen mehr Größe und Aufrichtung in den Alltag wieder zurückzugehen nach dieser Klasse. Gleichzeitig vertiefen Rückborgen auch die Weite im Brustkorb und damit auch die Weite, die die Atmung einnehmen kann. Also es wird möglich werden, feiner und tiefer atmen zu können. Der Brustkorb wird mobilisiert und auch das Herz als zweites wichtiges Organ im Brustkorb bekommt mehr Raum, mehr Weite, vielleicht auch mehr Güte im übertragenen Sinne. Und in all den Sequenzen möchte ich dich einladen, immer wieder aufmerksam zu dir zu spüren. Was geschieht? Was machst du? Wie fühlt sich etwas an? Körper, in der Atmung, aber auch für dich selbst im Geist, sodass es dir gelingen kann, die Zeit dieses Videos den Alltag draußen vorzulassen und ganz für dich zu sein und dir eine wunderbare Zeit zu schenken. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit diesem Yoga-Video und den Rückborgen, die wir praktizieren werden. Ich wünsche dir gutes Gelingen. Dann lass uns die Matte ausrollen und beginnen. Ja, und dann wechsel bitte in die Rückenlage, denn wir beginnen damit, den Rücken und die Wirbelsäule zu mobilisieren und für die ersten Rückborgen heute vorzubereiten. Und dann leg dich auf dem Rücken ab. Und dann leg den Kopf sanft zurück, leg die Arme zu dir zur Yogamatte und beginn damit, die Beine ganz locker auszuschütteln. Einfach so, dass ganz viele Muskeln in Schwung kommen. Die Muskeln mobilisiert werden. So, dann halte kurz inne, heb dein rechtes Bein nach oben, schüttel das auch locker aus. Na, dann kreis mit dem Fuß mal in die eine Richtung. Das Fußgelenk wird vorbereitet für die Praxis. Dann kreis in die andere Richtung. Dann beuge und streck den Fuß abwechselnd. Spür auch die Bewegung nicht nur im Sprunggelenk, sondern auch in der Muskulatur, also beispielsweise der Wade und dem Schienbein. Lass den Fuß etwas angewinkelt, schieb die Ferse hoch und spann alle Muskeln im rechten Bein an, die du findest. Mach alles sehr kraftvoll, sehr fest, halte die Spannung und schüttel sie los aus den Fasern der Muskeln des Beines. Ein zweites Mal schieb die Ferse hoch, spann alle Muskeln im rechten Bein an. Muskeln, die sich anspannen, drücken auf die Blutgefäße, komprimieren sie, das tut ihnen gut, es hält sie elastisch und dann schüttelt die Spannung wieder raus aus dem Bein. Wechsel zum anderen, schüttelt das linke Bein locker nach oben aus. Dann beginn den Fuß zu kreisen, mal die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Das ist ein Teil des Sprunggelenks, das diese Bewegung machen kann. Ein anderes Teil sorgt für die Beuge- und Streckbewegung, also mach das hier auch, den Fuß mal anwinkeln und dann mal langstrecken. So, dann lass den Fuß angewinkelt und spann alle Muskeln im linken Bein an, mach alles sehr fest, sehr kompakt, halte die Kraft und schüttel sie raus aus den Fasern des Beins. Und ein zweites Mal schieb die Ferse hoch, spann alle Muskeln im Bein an, halte die Spannung, halte die Kraft. Und schüttel sie raus aus dem Bein. Dann komm mit dem Fuß wieder zurück. Heb das Becken ein wenig nach oben und dann schüttel es aus. So rechts, links, hoch, runter, so dass die gesamte Mitte deines Körpers mobilisiert wird. Du kannst auch ganz weich die Unterlage unter dir ausklopfen mit dem Becken. Dabei mal nach rechts und links wandern, spüren, was im Rücken geschieht. Dann komm wieder in der Mitte an, senk dein Becken zurück und heb dann die Arme nach oben, schüttel sie auch locker und sanft aus. Wir begegnen uns heute im Hauptteil der Stunde in einer stützenden Haltung und es braucht die Handgelenke. Bereite sie also vor mit sanft kreisenden Bewegungen.
Kreis auch in die andere Richtung. Das Ganze nochmal mit sanft geschlossenen Fäusten in die eine Richtung kreisen. Die andere Richtung. Ja, dann öffne die Finger und spreiz sie ganz weit. Und dann mach eine Faust. Jeweils drück die Fäuste kraftvoll zusammen. Spür die Kraft in den Fingern, Armen, in Händen. Öffne die Finger wieder, spreiz sie weit auseinander. Ganz weit spreizen. Mach nochmal eine Faust. Jeweils drück die kraftvoll zusammen und drück, 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 drück. Und jetzt ganz schnell öffnen, schließen. Und locker ausschütteln. Gut, dann bring die Arme wieder zurück zur Unterlage. Jetzt gehen wir weiter in den Rückenbereich. Bitte dich, dein Becken nach vorn auszukippen. Dann formt der untere Rücken ein Hohlkreuz. Jetzt roll dein Becken bitte ein, sodass der untere Rücken zur Erde kommt. Und mach diese Bewegung abwechselnd. Nach vorn auskippen für ein Hohlkreuz. Nach hinten einrollen für einen langen unteren Rücken. Einfach ein paar Mal. Und dann nimm diese Bewegung wahr im Rumpfbereich. Der Rücken, unterer Rücken, wird abwechselnd gedehnt, wenn er lang am Boden ist, und komprimiert, wenn er sich zu einem Hohlkreuz wölbt. Das massiert die Strukturen und auch die Bandscheiben. Für die Bauchdecke ist es genau andersrum. Wenn der untere Rücken sich wölbt, komprimiert wird, dehnt sich die Bauchdecke. Wenn das Becken einrollt, der untere Rücken lang am Boden ist und sich lang zieht, dann kontrahiert die Bauchdecke. Gut, wenn du das nächste Mal dein Becken einrollst, dann heb es ein ganz kleines Stück von der Erde ab, dass es gerade so den Boden verlässt und der untere Rücken noch am Boden bleiben kann. Jetzt senk dein Becken zurück, kipp es wieder nach vorn aus. Eine neue Runde, roll dein Becken ein und heb es ein bisschen höher und komm wieder zurück, setz dein Becken ab, kipp es nach vorn. Mach das Runde für Runde weiter. Beweg dich also mit einer Art rollenden Bewegung durch den Rücken hindurch. Ja, dann komm mit der Aufmerksamkeit dort an, spür die Berührung zum Boden und diese rollende Bewegung durch die Wirbelsäule hindurch. Ja, lass es ganz geschmeidig werden. Arbeite dich Richtung Schultern vor. Und wenn du das Gefühl hast, dass der Rücken eine Abwechslung mag, dann roll nicht direkt über die Wirbelsäule, sondern mal rechts oder links neben der Wirbelsäule entlang. Das variiert ein bisschen mehr die Bewegung. Es erreicht andere Strukturen des Rückens. Da kannst du immer abwechselnd mal rechts und links der Wirbelsäule entlang rollen. Oh, mach noch zwei neue Runden nach dieser. Bis ganz vor Richtung Schultern. Wenn du dann wieder ankommst mit dem Becken, dann setz es zur Erde. Zieh die Knie zu dir heran zum Brustkorb, greif dir die Knie oder Schienbeine. Es ist der Rücken in seiner ganzen Länge am Boden. Jetzt heb den Kopf etwas für die Stirn, näher Richtung Knie, roll dich ein, spür die Dehnung der Rückseite und dann leg den Kopf zurück, stell die Füße auf. Wir machen das Ganze jetzt dynamisch weiter. Bitte dich, dein Becken einzurollen und so wie du den Rücken nach oben hebst, so bring die Arme mit einem großen Bogen über oben hinter dir zur Erde. Mach eine kurze Pause, du kannst gerne auch jeweils eine Faust machen, so ist der Rücken kraftvoll, auch die Arme sind kraftvoll. Öffne die Fäuste wieder und leg dich nach vorn zurück. Ein großer Bogen nach vorn. Wenn das Becken angekommen ist, dann zieh die Knie zu dir heran, greif sie, führ gern auch die Stirn Richtung Knie. Und das Ganze fließend weiter mit der Atmung verbunden. Wenn du in Ruhe einatmest, dann heb den Rücken, führ die Arme nach hinten. Atem, fülle eine kleine Pause, gern mit Fäusten. Im Ausatmen die Fäuste öffnen, leg dich nach vorn zurück.
in der Ausatemlehre, in dieser Pause, die Knie umarmen, dich umarmen. Und dann komm wieder einatmen zurück, beginn neu. Und dann finde für dich einen eigenen Fluss. Komm also mit dem eigenen Körper, mit dir selbst in Verbindung und spür, was hier gut tut, welcher Fluss, welcher Rhythmus. Und stell dir vor, es ist wie eine Meditation in der Bewegung. Alles darf harmonisch werden, darf ineinander fließen. Die Atmung, die Bewegung, die Präsenz des Geistes. Beginn eine neue Runde. Wir kontrahieren oder kontrastieren die Bewegung mit einer statischen, kraftvollen Pause der Schulterbrücke. Komm ausatmend nur mit den Armen nach vorn. Du kannst ja mit den Armen zwei Varianten wählen. Du kannst entweder die Arme anwinkeln, sodass die Fingerspitzen nach oben zeigen, oder du legst die Arme lang Richtung Fersen und verbindest sie vielleicht noch mit einer gemeinsamen Faust zueinander. Ja, egal welche Variante du wählst, finde sie für dich. Zieh die Schultern abwechselnd unter dem Rücken zueinander, sodass du wirklich auf den Schultern stehst, die Schulterblätter zusammenschiebst und zwischen den Schulterblättern kannst du den Stoff deines T-Shirts, deiner Kleidung halten. Drück die Schultern sanft nach unten und jetzt stell dir vor, du saugst die Schulterblätter nach oben. Du trägst also deinen Brustkorb aus der Rückseite nach oben hoch und die Schulterblätter stützen dich. Heb dein Brustbein Richtung Kinn nach oben. Dein Becken, finde eine angenehme Höhe damit und schieb den Steiß, also die Rückseite deines Beckens, nach vorn hoch Richtung Oberschenkel. Roll dein Becken etwas ein. Stell dir vor, zwischen den Knien hältst du einen Luftballon fest. Zieh die Knie auch etwas nach vorn und drück die Füße nach unten. Und dann spür diese Schulterbrücke, die Kraft in der Rückseite, die Dehnung der Vorderseite. Spür auch die Atemräume. Lass sie mehr im Brustkorb entstehen. Atme noch einmal das Brustbein hoch, Richtung Kinn nach oben. Wenn es jetzt irgendwo zu fest wird, dann such dir dort Bewegungen aus. Wenn du mehr in die Kraft gehen möchtest, dann drück den einen Fuß nach unten und schieb den anderen hoch Richtung Himmel. Zieh das Hüftgelenk mit hoch. Atme, sei kraftvoll, aber atme. Und dann komm mit dem Fuß wieder zurück. Atme durch, just hier nochmal neu, diese Schulterbrücke. Die zweite Seite, heb den anderen Fuß nach oben und drück den Standfuß kraftvoll in den Boden. Zieh die Hüfte mit nach oben, während der Fuß Richtung Decke schiebt. Atme dich hier hoch in die Kraft. Versuch den Raum des Herzens zu entspannen. Atme noch einmal durch und stell dann den Fuß wieder zurück. Komm wieder an, räkel dich nochmal neu in diese Schulterbrücke. Atme wieder den Raum deines Herzens nach oben. Und dann bring die Arme wieder ein Stück nach außen an die Ränder deiner Yogamatte. Zieh die Schultern breit nach außen und dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel zur Erde. Gern auch schlängelnd und räkelnd. Komm wieder zurück zur Erde und lande. Senk dein Becken zurück und spür einen Moment nach. Spür besonders den Unterschied des Körpers, wenn er aus der Anstrengung und der Spannung in die Entspannung kommt. Wenn die Muskulatur Anspannung loslässt an die Erde, die Muskulatur weicher wird und geschmeidiger. Und das verändert die Qualität der Atmung, sie wird wieder feiner und freier. Spür auch den Puls deines Herzens, seinen Rhythmus. Spür, wie mit dieser feinen, tiefen Atmung das Herz sich beruhigt.
Und dann beginn mit ganz sanften Bewegungen die Beine nach rechts und links schwingen zu lassen. Das ist ein schöner kleiner Ausgleich für die Anstrengung des Rückens. Der Kopf kann gerne entgegengesetzt mitgleiten. Bekomm hier auch ein gutes Gefühl für die Bewegung. Mach sie genau so, dass es für dich stimmig ist. Dass du dich ganz harmonisch, geschmeidig bewegen kannst. Mach das nochmal zu beiden Seiten. Und komm dann in der Mitte wieder an. Wir verlagern jetzt die Kraft aus der Rückseite in die Vorderseite, zentrieren also die Rumpf- und Bauchmuskulatur. Bring dafür bitte die Aufmerksamkeit in den Raum des Beckens. Schließ dort den Beckenboden. Und dann stell dir vor, dass du eine Hose anhast mit einem Reißverschluss und du möchtest diesen Reißverschluss muskulär zuziehen. Also du ziehst die untere Bauchmuskulatur etwas nach innen. Becken ist eingerollt, unterer Rücken kommt Richtung Erde. Jetzt bewahr dir diese Spannung in der Körpermitte, heb den Kopf, schau Richtung Oberschenkel und verschränk die Hände hinter dem Kopf. So, bleib nach oben eingerollt. Wenn du das aktiver möchtest, dann roll dich weiter hoch, sodass vielleicht nur die unteren Blätter, Schulterblattspitzen so rum ankommen. Wenn du es entspannter magst, dann leg dich etwas breiter auf die Schulterblätter zurück. Leg in jedem Fall den Kopf sanft in die Hände zurück, sodass die Halsmuskulatur sich ein bisschen entspannen kann. Gut. Jetzt nochmal die Körpermitte aktivieren, zieh die Knie zu dir ran, schieb die Füße nach oben, atme ein und dann atme aus, senk dein rechtes Bein nach vorn und halte hier inne. Spür die Kraft in der Mitte des Körpers, wir dehnen jetzt strecken die gerade Bauchmuskulatur und die hält mit Spannung dagegen, also die hält den Hebel des Beines. Das ist recht anstrengend für die Bauchmuskulatur. Wenn es zu anstrengend ist, dann leg den Kopf ein bisschen tiefer oder zieh das rechte Knie ein Stück ran, dann ist der Hebel nicht ganz so lang. Und finde auf jeden Fall einen Modus, in dem du dich herausforderst. Also es darf vibrieren, es darf brennen, aber nicht überforderst, also atme noch. Und nochmal tief durchatmen, Kraft tanken und dann heb dein rechtes Bein wieder nach oben. Halt hier an, atme durch und dann zieh mit der nächsten Ausatmung für einen kurzen Moment dein Becken hoch vom Boden, schieb die Füße hoch und lande wieder. Atme ein, streck die Fersen nach oben, atme aus, senk dein linkes Bein nach vorn. Auch hier finde einen guten Hebel, sodass die Bauchmuskulatur gut zu tun hat. Ein bisschen vibriert, ein bisschen brennt, aber immer noch Atemräume möglich sind, auch wenn es hier relativ schwer ist zu atmen, aber atme bitte. Du kannst es variieren, dich ein bisschen ablegen oder das Knie weiter ranziehen oder eben dich ein bisschen mehr fordern. Und nochmal tief durchatmen. Und dann zieh dein linkes Bein wieder nach oben, atme aus, schieb beide Fersen hoch, heb kurz dein Becken ab und dann senk dein Becken zurück, leg den Kopf zurück, greif die Knie, zieh sie zu dir ran, atme wieder durch. Und beobachte den Unterschied aus der Spannung der Vorderseite in die Entspannung. Und dann such dir derweil mit kleinen Schaukelbewegungen ein kleines Wohlgefühl für den Rücken. Massiere deinen Rücken. Gut, dann greife dein linkes Knie mit beiden Händen, streck dein rechtes Bein nach oben aus und schwing dich damit hoch. Wechsel bitte zum Vierfüßler. Dann spreizt die Finger auf, die Handgelenke entweder ganz unter die Schultern oder wenn es ein bisschen sanfter werden dürfte, dann etwas vor die Schultern aufgesetzt. Wir werden gleich den Vierfüßler auf einem Knie und einer Hand praktizieren. Du kannst dafür gerne auch eine Decke unter die Knie polstern oder dir Blöcke für die Hände nehmen oder auf die Fäuste kommen, das geht auch.
Gut, jetzt stell den rechten Fuß hinter dir auf, schieb ihn weg nach hinten, streck dein rechtes Bein und heb es an. Die rechte Hand gut erden, jetzt streck einatmend den linken Arm diagonal nach vorn, atme aus, zieh dein Knie zum Brustkorb, Ellenbogen oder Hand zum Knie. Einatmen, wieder strecken, diagonal, ausatmen, alles zur Mitte des Körpers ziehen. Mach das weiter. Ja, dann bleib mit der Aufmerksamkeit immer bei dir, hier auf deiner eigenen Yogamatte. Bekomm ein Gespür für die Bewegung des Körpers, auch ob es ein bisschen geschmeidiger werden dürfte, etwas harmonischer. Beginn mit dem nächsten Einatmen noch zwei neue Runden. Wenn du dann mit dem nächsten Mal ausatmest, dann komm zurück in den Vierfüßler. Nutze hier kleine Bewegungen, die dich verwöhnen. Das kann einfach ein Schlängeln und Räkeln durch die Strukturen deines Körpers sein. Kann auch sein, dass du die Handgelenke etwas verwöhnen möchtest. Gut, dann wechseln in die zweite Seite. Stell den linken Fuß auf, schieb den nach hinten weg, heb dein linkes Bein an, erde die linke Hand und strecke mit dem Einatmen den rechten Arm diagonal nach vorn. Atme aus, zieh das Knie zum Brustkorb, Ellenbogen und Hand Richtung Knie. Einatmen, streck dich lang. Ausatmend, zieh alles zur Mitte zurück. Beobachte auch hier die Qualität deiner Bewegung. Lass sie ein wenig weicher und geschmeidiger werden. Gib der Atmung Zeit, sodass sie dich führen kann. Und bleib im Spüren. Weniger im Denken, sondern mehr im Spüren. Und beginn mit dem Einatmen noch zwei neue Runden. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann komm wieder zurück in den Vierfüßler, spür nach mit Bewegungen, schick sie überall dorthin, wo sich Anstrengungen, Anspannungen lösen können aus dem Körper. Und dann komm für einen Moment in die Position des Kindes, lass die Hände fern, bring die Handrücken zur Erde, ein sehr schöner Moment, um die Handgelenke zu verwöhnen. Und dann fächer die Finger wieder auf, leg die Hände flach zur Erde und komm zurück in den Vierfüßler. Wir gehen aus dieser Bewegung in eine Rückbeuge. Stell den rechten Fuß bitte wieder auf, schieb ihn nach hinten weg, winkel dein rechtes Bein und schieb den Fuß hoch Richtung Himmel. Die rechte Hand gut erden, entweder die Hand flach und aufgefächert und Gewicht auf die Fingergrundgelenke oder du machst eine Faust oder greifst dir Blöcke. Gut. Es ist der untere Rücken in einer kleinen Rückbeuge, in einem Hohlkreuz. Wir verlagern das auch etwas mehr in den oberen Rücken. Heb dich dafür aus den Schultern heraus nach oben, heb dein Brustbein an, bring den Blick mehr nach vorn. Die rechte Hand nochmal gut erden, jetzt die linke Hand an den unteren Rücken. Und zieh die linke Schulter hoch, heb dich aus der stützenden rechten Schulter heraus und stell dir vor, dass der Fuß und dein Hinterkopf so einen Bogen zueinander machen möchten. Tief atmen. Du kannst sogar mit der linken Hand die Rückenmuskulatur spüren, die Rückenstrecker parallel der Wirbelsäule. Gesamte Rückseite ist in der Kraft. Wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann probier mit der hinteren Hand den Fuß zu greifen, entweder unterhalb der Zehen oder am Fußgelenk oder vielleicht einfach den Hosenstoff. Wenn du da nichts erreichst, dann leg die Hand wieder zurück an den unteren Rücken. Wenn du etwas greifst, dann halte es, schieb den Fuß nach hinten, das zieht die linke Schulter zurück, dann schieb den Fuß hoch, zieh dich hoch in diese Rückbeuge und spür ein bisschen mehr die Dehnung in der Vorderseite. Mal ganz ruhig atmen, entspann dein Herz in dieser Weite und dann der Ende wieder, komm in den Vierfüßler zurück.
Such dir kleine räkelnde Bewegungen aus, die feste Bereiche wieder lösen. Zweite Seite, stell den linken Fuß auf, schieb ihn nach hinten, winkel dein Knie, schieb den Fuß nach oben Richtung Himmel. Linke Hand ist die Hand, die dich gleich stützt. Heb dich aus den Schultern heraus, heb den Brustkorb nach vorn, bring den Blick nach vorn. Jetzt versuchen wir den gesamten Rücken in eine Rückbeuge zu bringen, ihn also zu strecken. Die linke Hand noch einmal erden. Jetzt bring die rechte Hand an den unteren Rücken. Zieh die rechte Schulter nach oben. Heb dich aus der linken Schulter heraus und stell dir vor, dass der hintere Fuß und dein Hinterkopf zu einem Bogen zueinander kommen möchten. Spür die Kraft der Rückseite, die Dehnung der Vorderseite. Entweder magst du hier bleiben oder mal probieren mit der Hand den Hosenstoff, das Sprunggelenk oder den Fußrücken zu greifen. Wenn du etwas greifst, dann zieh das dort nach hinten, schieb den Fuß zurück. Es gibt einen Zug an der rechten Schulter, die zieht zurück. Dann heb den Fuß ein bisschen höher, atme immer noch weiter, näher dich mit der Atmung, entspann den Raum deines Herzens. Tief durchatmen. Und dann löst bitte wieder auf in den Vierfüßler. Auch hier mit kleinen Bewegungen, Anspannungen aus dem unteren Rücken lösen. Und dann komm für einen Moment in die Position des Kindes. Senk da sanft dein Gesäß Richtung Fersen. Leg dich auf die Oberschenkel. Lass die Hände gleich vorn. Leg die Handrücken zur Erde. Genieß einen Moment der Entspannung. Schick die Atmung in den unteren Rücken. Dann bring die Hände wieder flach zur Erde, fäche die Finger auf, komm mit einem Rundrücken nach oben in den Katzenbuckel, dann gleite weiter zum Pferderücken und zum abwärts schauenden Hund. Schieb dein Becken hoch, senk die Fersen. Einatmend, komm wieder zurück in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmend in die Position des Kindes. Einatmend, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, wieder zurück in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen, in die Position des Kindes. Einatmen, wieder hoch, mach das ganz geschmeidig, vom Katzenbuckel zum Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund, eins fließt in das andere, wie eine Bewegungsmeditation. Einatmen, zurück, der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Und bleib so geschmeidig. Wir werden das jetzt erweitern. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Mit dem nächsten Einatmen in den hohen Liegestütz. Roll dich vor. Leg dich zur Erde, wenn du ausatmest. Ellenbogen nah an den Körper. Einatmen, die Kobra. Schieb den Steiß zurück. Roll die Schultern zurück. Heb dich hoch. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Schieb dich wieder heraus. Einatmen, senk die Knie in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmen, in die Position des Kindes. Noch einmal einatmen. Schwing dich hoch, Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, roll dich nach vorne über den hohen Liegestütz und dann gleite ganz langsam ausatmen zur Erde. Ganz langsam ablegen. Wenn du ankommst, dann leg die Füße flach ab, schüttel dein Becken locker aus, den unteren Rücken ein bisschen zu verwöhnen. Dann lass dein Becken wieder schwer werden, stütz die Hände eher an die unteren Rippen. Schieb den Steiß zurück, roll die Schultern über oben nach hinten, drück die rechte Hand in den Boden, schraub dich nach rechts auf, bring den Blick Richtung rechte Schulter, ausatmen, leg dich nach vorn wieder ab. Einatmen, die linke Hand in den Boden drücken, schraub dich nach links hoch, Blick Richtung Schulter, ausatmen, zurück. Noch zweimal pro Seite. Auch hier sehr schön weich und geschmeidig, fast meditativ.
Und so, wie du aus der linken Seite beim nächsten Mal zurückkommst, so bleib in der Mitte. Schieb wieder den Steiß nach hinten. Roll die Schultern über oben nach hinten. Jetzt verschränk die Hände zu einer gemeinsamen Faust hinter deinem Rücken. Lass die Ellenbogen etwas angewinkelt. Zieh noch einmal die Schultern nach hinten. Jetzt schieb langsam die Faust Richtung Füße nach hinten. Zieh die Schulterblätter zusammen und heb den Brustkorb nach vorn hoch. Heb dein Brustbein nach vorn hoch. Bring den Blick mehr nach vorn. Dann spür die Kraft in der Rückseite, die Dehnung der Vorderseite. Atme hier nach vorn hoch Richtung Brustbein. Und immer wenn du einatmest, dann zieh dich ein bisschen nach oben hinaus. Wenn du ausatmest, dann komm mit dem Brustbein wieder tiefer. Und das im eigenen Fluss. Ja, wenn du magst, wenn du noch mehr in der Rückseite aktiver sein möchtest, dann heb mit dem Einatmen auch die Beine ein Stück nach hinten hoch, während der Oberkörper hochrollt, und ausatmen, leg dich wieder zurück, noch zwei Runden. Und dann bleib wieder hier, wenn du angekommen bist. Stütz die Hände zurück an die unteren Rippenbögen. Schieb wieder den Steiß zurück. Heb die Schultern nach oben und hinten. Jetzt zieh die Hände sanft nach hinten, ohne dass sie rutschen auf der Matte. Zieh dich dabei nach vorn hoch in die Cobra. Oder wenn du höher gehen möchtest, dann nimm dein Becken mit nach oben, der aufwärts schauende Hund. Und dann schieb dich aus der Kraft der Mitte zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann komm hier an. Schau einmal Richtung Hände, fäche die Finger auf, bring Gewicht auf die Fingergrundgelenke, drück die nach unten, streck dich lang, dann bring den Blick wieder nach hinten Richtung Füße. Schieb noch einmal mit Energie die Hände in den Boden. Je mehr du das machst, desto länger werden die Achseln, desto mehr strecken sich die Flanken, desto höher zieht dein Becken. Und dann lass die Außenfersen wieder tiefer sinken. Komm hier an, atme. Wo spürst du Kraft? Wo spürst du Strukturen, die sich dehnen? Wo sind Atemräume? Jetzt drück die rechte Hand kraftvoll in den Boden, heb dein rechtes Bein hoch, schieb die rechte Ferse weit weg, dann schau Richtung Hände, schwing den rechten Fuß nach vorne. Wir werden jetzt eine Drehung machen, die wir mit einer Rückbeuge verbinden. Die linke Hand wird dich stützen. Du kannst die flach absetzen, auf die Faust setzen oder auf einen Block setzen. Wenn du einatmest, dann schwing den rechten Arm nach vorn hoch, dreh dich nach rechts. Wenn du ausatmest, schwing den Arm nach hinten und am Bein entlang nach unten. Mach das noch ein paar Mal. Einatmen vorn hoch, aus nach hinten runter. Und nochmal ein nach vorn hoch. Ausatmen nach hinten runter. In der nächsten Runde schwing den Arm bitte hinter dem Rücken entlang zur linken Gesäßtasche. Stütz die Hand da auf. Jetzt dreh dich nach rechts. Zieh die rechte Schulter zurück. Den Bauchnabel nach rechts hochziehen. Den Beckenboden schließen. Und dann spür die Drehung, spür diese Bewegung der Atmung. Nimm wahr, wie es sich anfühlt. Wir werden das jetzt variieren, bring den Blick wieder zur stützenden Hand nach unten und versetz die deutlicher, weit nach links außen, von deiner Matte weg, einen großen Schritt nach links mit der Hand. Jetzt dreh dich wieder nach rechts auf. Rechte Schulter zieht zurück. Stell dir vor, du lehnst dich jetzt im Schultergürtel nach hinten an, also schaff mehr Raum zwischen deinem Brustbein und deinem Knie. Atme, nimm wahr, was geschieht, wie es sich anfühlt. Und dann streck den rechten Arm nach oben aus. Und immer wenn du einatmest, dann zieh dich aus der unteren Schulter heraus, um die oberen Fingerspitzen noch weiter zur Decke zu schieben. Wenn du ausatmest, dann dreh dich sanft, zieh den Bauchnabel mit nach rechts hoch. Atme, beobachte. Entspann den Raum deines Herzens. Und nochmal tief durchatmen
Und dann komm mit beiden Händen wieder zurück zur Yogamatte. Mach einen Schritt nach hinten in den abwärts schauenden Hund. Atme hier aus. Einatmen der Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen die Position des Kindes. Einatmen wieder hoch der Katzenbuckel. Der Pferderücken. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Einatmen hoher Liegestütz. Ausatmen, leg dich zur Erde. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Jetzt drück die linke Hand in den Boden, heb dein linkes Bein nach hinten hoch, schieb die Ferse weit weg. Streck dich lang. Bring den Blick Richtung Hände. Zieh dein linkes Knie vor und stell den Fuß auf. Rechte Hand, die Hand, die dich stützt, leg sie flach mit einer Faust oder auf einem Block auf. Einatmen, linke Arm über vorn nach oben, dreh dich nach links. Ausatmen, die Hand über hinten nach unten. Ein paar Mal. Spüre diese Bewegung. Nicht nur im Arm, auch im Schulterbereich, auch im Oberkörper, der sich mitschraubt. Und dann, wenn du die nächste Runde beginnst, dann bring die Hand hinter dem Rücken entlang zur rechten Gesäßtasche. Stütz dich dort auf, zieh den Bauchnabel nach links hoch, dreh dich nach links auf, lehn die obere Schulter zurück. Dann nimm die Drehung wahr, wie sie sich anfühlt. Im Körper und in der Atmung, den Atemräumen. Jetzt bring den Blick kurz zur unteren Hand, die dich stützt, setz die deutlich weiter nach rechts weg, von der Matte weg, ein großes Stück nach rechts. Dreh dich wieder nach links auf und lehn dich jetzt nach hinten, in den Raum hinter dir. Da ist so viel Raum, der dich stützen kann. Spür jetzt den Unterschied zu eben, lehn nochmal die linke Schulter zurück und streck den linken Arm hoch. Atme dich hoch, immer mit der Einatmung, zieh dich aus der unteren Schulter heraus, wachst mit den Fingerspitzen noch höher. Wenn du ausatmest, dreh dich, zieh den Bauchnabel nach links hoch. Beobachte, was geschieht. Gib dem Herz weiter, lass es atmen. Nochmal ein tiefer Atemzug. Und dann bringen beide Hände wieder zurück zur Yogamatte. Ein Schritt zurück in den abwärts schauenden Hund. Atme hier aus, streck dich lang. Einatmend Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend die Position des Kindes. Einatmend, komm hoch in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmend zum abwärts schauenden Hund. Schieb deine Hüfte hoch, zieh die Sitzbeine hoch, senk die Außenfersen tiefer. Drück die Hände in den Boden, schieb dich ganz lang. Atme tief durch, einatmen, roll dich vor, hoher Liegestütz, ausatmen, komm langsam in die Bauchlage. Wir lassen hier aus dieser Bauchlage eine Rückbeuge entstehen. Stütz dafür bitte den linken Arm vor dir auf, sodass der Unterarm parallel vor dir ankommt. Das ist eine sanfte Rückbeuge hier. Wir werden sie noch erweitern. Schieb dafür besonders dein linkes Bein weit nach hinten weg. Zieh den Steiß deines Beckens nach hinten. Stell dir eine Hose mit dem Reißverschluss vor, den du sanft zuziehst über die Muskulatur. Heb den Brustkorb nach vorn. Aus der linken Schulter kannst du dich stützen. Jetzt winkel dein rechtes Knie an, zieh die Ferse Richtung Gesäß und probier mit der rechten Hand nach hinten zu greifen. Vielleicht den Hosenstoff, vielleicht das Sprunggelenk des Fußes, vielleicht den Fußrücken. Mit dem Fußrücken greifst du ein Stück die Zehen über den Finger hinweg. Zieh dein rechtes Knie nochmal zurück. Meist rutscht das jetzt nach rechts. Zieh es zurück in die Linie der Hüfte. Und jetzt schieb den Fuß kraftvoll nach hinten. Und wieder hast du so einen Zug an der rechten Schulter, der den Brustkorb ganz sanft hebt. Atme dich in diese Rückbeuge. Und stell dir vor, die kommt mehr in den oberen Rücken, also saug die Schulterblätter in den Brustkorb, zieh sie nach vorn in den Brustkorb.
Heb dein Brustbein dadurch noch nach vorn hoch. Und wieder atmen. Wo spürst du Kraft? Wo ist die Dehnung? Wo kannst du etwas loslassen? Kannst du dein Herz spüren, wie es schlägt? Wenn du mehr magst, in dieser Intensität der Rückbeuge, dann zieh dein rechtes Knie ein Stück hoch. Und dann komm wieder zurück. Löse alles auf, leg dein rechtes Bein ab. Leg dich für einen Moment mit einer Wange der Wahl oder mit der Stirn ab. Atme durch, auch in den unteren Rücken. Wir wechseln zur zweiten Seite. Bring den rechten Unterarm parallel nach vorn, stütz die linke Hand neben dir auf. Jetzt kannst du dich aus der rechten Schulter herausziehen. Oberkörper aufrichten, leg dein rechtes Bein lang und winkel dein linkes Knie. Jetzt probier mit der linken Hand da etwas zu greifen, Hosenstoff, Sprunggelenk oder Fußrücken. Wenn du den Fußrücken hast, dann leg die Fußzehen über die Finger drüber, drück den Fuß aktiv nach hinten und das zieht dich hoch, ja, wie von selbst in diese Rückbeuge. Atme nach vorn hoch Richtung Brustbein. Zieh die Schulterblätter in den Brustkorb nach vorn. Schieb den Brustkorb nach vorn. Heb dein Brustbein nach vorn hoch. Und gleichzeitig zieht der Steiß zurück. Wo ist jetzt Dehnung? Wo ist die Kraft? Wo ist die Atmung? Wenn du etwas mehr magst, dann zieh dein linkes Knie ein Stück hoch. Diesen halben Bogen, Ardha Dhanurasana, in dem wir hier sind. Tief durchatmen und dann löse wieder auf, leg das Bein zurück. Komm nochmal mit der anderen Wange oder mit der Stirn Richtung Erde. Spür nach. Gut, dann stützt beide Hände an die seitlichen unteren Rippenbögen auf. Die Kobra oder der aufwärts schauende Hund. Hände schieben nach hinten, Steiß zieht zurück, Schultern ziehen nach hinten. Heb dich nach vorn hoch, Kobra oder aufwärts schauende Hund. Und komm zurück, der abwärts schauende Hund. Und dann such dir hier sanfte Bewegungen, die Spannungen aus dem unteren Rücken lösen können. Vielleicht ist es ein Laufen, vielleicht mal sanft nach rechts, links schaukeln mit dem Becken. Gut, dann komm wieder an, abwärts schauender Hund, drück die rechte Hand nach unten, heb dein rechtes Bein, winkel dein Knie, schieb den Fuß hoch Richtung Decke, ganz hoch und da ganz oben nach links, die rechte Hüfte hebt über die linke, erde die rechte Hand, drück die linke Hand ein bisschen kräftiger an den Boden, zieh dich nochmal raus, atme in die Länge der rechten Seite und jetzt senk die Hüfte wieder parallel, streck dein rechtes Bein nach hinten aus und setz den Fuß wieder zurück zur Erde. Und dann komm vor in den hohen Liegestütz. Wir brauchen jetzt eine stabile Mitte des Körpers. Wir brauchen die rechte Hand, die dich jetzt stützen wird. Fächere die Finger auseinander. Jetzt heb dein linkes Bein ein bisschen an und mach einen großen Schritt nach rechts. Linkes Bein kommt nach rechts. Da gibt es einen Punkt jetzt, da löst sich die linke Hand. Heb die nach oben, richte dein Becken nach oben auf. Die Schrittstellung sehr breit, hier den linken Fuß weit weg. Drück den aufgestellten Fuß kraftvoll nach unten. Zieh dein Becken hoch, heb dein Brustbein hoch und leg den linken Arm nach diagonal weg. Stell dir unter dir einen großen Luftball vor, über den du dich drüber rollst. Wir sind in Kamatkarasana, the wild thing. Atme, genieße. Trag dein Herz nach oben.
Lass den Kopf ausgleiten. Nimm dich warm. Und dann komm mit Kraft und Stabilität langsam wieder zurück. Es braucht ein bisschen Kraft in der Mitte, um den Weg zurückzugehen in den hohen Liegestütz und in den abwärts schauenden Hund. Komm hier an. Spür nach. Das bedeutet immer wahrzunehmen, was ist und was wird, was sich verändert. Drück die linke Hand nach unten, heb dein linkes Bein hoch. Schieb die Ferse weit weg, mal beide Hände in den Boden drücken. Jetzt winkel dein linkes Knie, zieh den Fuß nach oben Richtung Decke und oben nach rechts. Linke Hüfte über die rechte hochheben. Das ist der Weg, den wir gerade gemacht haben, nur wir lassen den Fuß in der Luft. Mal die Hände in den Boden drücken, links ganz besonders. Linke Seite atmen lassen. Dann bring die Hüfte wieder parallel zueinander, streck das linke Bein wieder aus und setz den Fuß ab. Gleite vor in den hohen Liegestütz. Jetzt die linke Hand, die dich stützt, heb dein rechtes Bein ein bisschen an und setz den Fuß weit nach links. Linkes Bein dreht auswärts, kommst du auf die Fußfläche, auf die Fußkante, rechten Arm über die Seite nach oben. Jetzt mal kurz hier ankommen. Den rechten Fuß jetzt ein bisschen weiter nach außen ziehen, in den Boden drücken, das zieht dir dein Becken hoch, heb dein Brustbein hoch, lass den rechten Arm diagonal weggleiten in den Raum, entspann den Nacken, lass den Kopf zurücksinken und trag dein Becken und dein Brustbein hoch. Stell dir einen großen Luftball unter dir vor, über den du dich drüber rollst. Atme dein Herz in die Welt. Atmen, genießen, Dasein, dem Geist Ruhe schenken. Und mal tief durchatmen und mit ein bisschen mehr Kraft wieder zurück über den Liegestütz in den abwärts schauenden Hund. Komm hier an, atme durch. Einatmen, senkt die Knie, der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmen in die Position des Kindes. Einatmen, wieder hoch, Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, zurück, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Und mach das für dich weiter. Das ist eine ganz einfache, schöne Bewegung, die dich wieder mobilisiert, die die Fasern und Strukturen deines Körpers vitalisiert. Und dann finde einen Modus, in dem sich das alles harmonisch verbindet. Atmen und bewegen und spüren. Als wäre das eine Meditation in der Bewegung. Wenn du das nächste Mal in der Position des Kindes ankommst, dann verweil dort. Lass dich für einen Moment ganz weich hineinsinken auf die eigenen Oberschenkel und auf den Weg zur Erde. Vertief die Atmung, die dich verwöhnt und regeneriert. Und dann wechsel bitte in den Vierfüßler. Wir gehen zu einer passiven Rückbeuge jetzt. Schieb dafür dein Becken ein bisschen zurück Richtung Fersen. Dann wander mit den Händen nach vorn, sodass du die Stirn Richtung Erde ablegen kannst. Wenn du noch in der Kraft der Zentrierung verweilen möchtest, dann komm auf die Fingerspitzen und lass die Arme gestreckt. Wenn du dich entspannter hineinsinken lassen magst, dann leg die Hände flach und die Unterarme ab. Reckel dich so zurecht, dass es möglich wird, hier anzukommen, hier zu verweilen. Und mit der Atmung an deiner Seite kann der Raum des Herzens Richtung Erde schmelzen.
Wo nimmst du jetzt Strukturen wahr, die sich strecken? Wo sind Bereiche, die sich entspannen dürfen? Wo sind Räume, die geatmet werden? Spür den Puls deines Herzens. Nähre es mit der Atmung. Und dann komm langsam wieder zurück in den Vierfüßler. Nutz nochmal Bewegungen, die gut tun. Und dann wechsel bitte in die Rückenlage. Leg die Beine nach vorn ab, leg die Arme nach hinten ab. Und dann atme ein, streck und räkel dich in die Länge deines Körpers. Atme aus, entspann dich in die Länge. Nochmal einatmen, streck dich, werde groß, entdeck die wahre Größe. Atme aus, entspann dich in sie. Und nochmal einatmen, streck dich noch größer über die Physis deines Körpers hinaus, werde größer als dein Körper. Ausatmen, entspann umso mehr. Breite die Arme zur Seite aus, leg sie ab, entspann die Schultern, stell die Füße auf. Leg das eine Bein über das andere und beginne damit sanft nach rechts und links zu schaukeln. Und bleib im Spüren. Erfahr, was dir gut tut. Welche Bewegung, welcher Rhythmus, welches Ausmaß nach rechts und links am besten ist. Du kannst gern den Kopf entgegengesetzt mitgleiten lassen. Da kann die gesamte Wirbelsäule sich in sich verbringen, sich bewegen, sich entspannen. Wechsel zum anderen Bein, leg das über und mach genauso angenehm weiter. Dann komm wieder zur Mitte zurück, stell beide Füße auf und zieh die Knie zu dir heran, greif sie und umarm dich. Es ist ein sehr schöner, dankbarer Moment hier an diesem Moment dieser Yoga-Klasse. So ein Augenblick, in dem du dich umarmst, in dem du dich annehmen darfst, so wie du jetzt bist. Und dann such dir kleine Verwöhnbewegungen aus. Gönn dir das, was dir gut tut, bevor wir gemeinsam in eine kleine Pause, in eine Ruhe eintauchen. Vielleicht magst du mit Schaukelbewegungen den unteren Rücken wieder ausmassieren. Vielleicht hast du eine andere Idee, was dir jetzt gut tut für Shavasana.
Und dann finde den Weg dorthin, leg dich ganz entspannt, ganz gemütlich auf der Yogamatte ab. Wenn du es dir eingerichtet hast, dann schließ die Augen, wenn das möglich ist. Und dann komm wieder in das Gespür deines eigenen Körpers zurück. Erspür die Haut, die dich umhüllt. Schenke ihr ein Gefühl der Entspannung. Lass die gesamte Haut deines Körpers weich und glatt werden und damit geschmeidig. Dann lass das Gefühl des Entspannens durch die Haut in den Körper fließen, hinein in die Muskulatur, die Anspannung loslassen kann, die geschmeidig werden darf. Und durchlässig. Entspann noch tiefer durch die Muskulatur hindurch, in die Knochen und bis in die Gelenke, die eine innere Weite erfahren dürfen. Entspann die Füße, die dich durch die Stunde trugen. Lass die Beine ausgleiten, schenk ihnen Ruhe, sie sind angekommen. Auch dein Becken ist angekommen, lass es sich setzen dürfen, gib Gewicht damit ab. Erspür die Auflageflächen deines Rückens, schenk ihm die Möglichkeit, sich dort zu entspannen. Gesamter Schultergürtel kann breit werden. Deine Schultern, die jetzt nichts tragen oder stützen müssen, können sich entspannen. Lass sie nach unten schmelzen. Und dann kann durch sie hindurch ein Gefühl der Entspannung in die Arme strömen, bis über die Handgelenke, in die Hände und in die Finger, die jetzt nichts festhalten müssen. Schenk auch dem Bereich der Schultern und des Nackens ein durchlässiges Gefühl. Lass den Kopf sanft zurücksinken, sodass er sich bettet. Entspann dein Gesicht, die Kiefergelenke. Eventuell können die Kiefer sich öffnen. Deine Zunge kann sich ausruhen. Die Lippen sich weich und liebevoll berühren. Auch die Ohren können sich entspannen. Genauso die Schläfen. Und deine Augen, die sich ausruhen dürfen, die jetzt nichts im Äußeren suchen müssen. Schenk dem Raum zwischen den Augen und um die Augen herum ein Gefühl von Weite. Und dann lass auch deine Stirn weich und glatt werden. Auch deine Kopfhaut. Nimm deine Atmung wahr, wie sie durch dich hindurchströmt. Wie du geatmet wirst. Die Atemluft deinen inneren Körper streichelt.
Lass die Ausatmung nach unten fließen, hin zur Erde, sodass du Gewicht abgeben und dich zur Erde entspannen kannst. Und lass die Anatmung in die Vorderseite deines Körpers nach oben fließen, sodass sie dir hier eine innere Größe und ein Gefühl der Leichtigkeit verleiht. Spür dein Herz, wie es für dich schlägt, in all seiner Weite und Güte. Dich in diesem Moment. Einfach nur genießen. Deine Atmung wieder wahr, wie sie durch dich hindurch strömt, dich regeneriert und erfrischt, dein Körper und dein Herz vitalisiert. Und dann spür ihn wieder, den eigenen Leib, auch deine Glieder, und lass dort die ersten Bewegungen entstehen, die dich ganz genüsslich wieder aufwecken, die dich wieder zurückbringen in diesen Raum, in dem du bist. Und dann bitte ich dich, die Füße wieder aufzustellen, die Knie noch einmal heranzuziehen, dich zu umarmen, lass hier ein Feld des Vertrauens und der Geborgenheit um dich herum entstehen. Und dann greif mit beiden Händen dein rechtes Knie, streck dein linkes Bein nach oben aus und schwing dich darüber hoch zum Sitzen. Ja, komm für einen Moment nochmal ganz gemütlich zum Sitzen. Und wenn du deinen Sitz gefunden hast, dann schließ die Augen, so wenn es möglich ist. Und spür nach innen. Ja, wie geht's dir am Ende dieser gemeinsamen Yoga-Praxis? Wie fühlst du deinen Körper? Wie nimmst du ihn jetzt wahr? Mit dem Becken, das sich setzt, das sich erdet, der Erde unter dir, die dich trägt. Und dann spür den Rücken. Wir haben ihn mit jeder Rückbeuge zentriert und aktiviert. Haben ihm Kraft und Stabilität verliehen, um dich jetzt umso leichter aufrichten zu können. Wir haben der Vorderseite die Gelegenheit gegeben, sich zu entspannen und sich zu strecken. Und das alles kann dir im Alltag helfen dir, eine sehr schöne innere Größe und Aufrichtung zu verleihen. Eigentlich die wahre Größe, die du hast. Und mit mehr Größe, mehr Präsenz und einem liebevollen Herzen in die Welt zurückzukehren.
Nimm auch die Atmung wahr, die dein Herz nährt, die deinen inneren Körper streichelt. Wo sind da jetzt Atemräume in dir? Spür die Einatmung, die dem Brustkorb eine innere Weite schenkt, die ihn auffächert und hebt und leicht macht und dich nach oben aufrichtet in all dieser Leichtigkeit und Größe. Die Ausatmung, die nach unten zum Becken fließt, die dich erdet, die dich zentriert. Dein gesamter Körper schwingt mit der Atmung mit. Beobachte, wie es dir geht, wie du dich jetzt fühlst am Ende dieser gemeinsamen Yoga-Klasse. Vielleicht gibt es etwas, das du mitnehmen möchtest aus dieser Stunde heraus. Vielleicht eine Übungsidee, eine Bewegung für den Rücken. Vielleicht eine Qualität. Vielleicht eine Intention. So etwas wie beim Alltag tiefer durchatmen oder was für dich tun, das dich verwöhnt. Vielleicht auch etwas Konkretes, ein Vorsatz für die nächsten Tage. Was möchtest du mitnehmen? Mach dir das bewusst und konkret, sodass es dich im Alltag nähren und begleiten kann. Und dann bring die Hände bitte vor der Weite deines Herzens zueinander. Das ist eine sehr schöne, liebevolle Geste, die Hände hier formen. Eine Geste, in der wir uns gemeinsam verabschieden. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann verlängere sie. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme vom Herz zur Seite aus. Mach einen Bogen über die Seite nach oben, über den Kopf. Wenn du ausatmest, bring die Hände zueinander, vor die Stirn, vor den Mund und zurück vor das Herz. Nochmal einatmend, von hier die Arme ausbreiten, über einen großen, liebevollen Bogen hoch, umarmen die Welt. Wenn du ausatmest, trag diese Umarmung, diese Güte zum Herzen. Und wenn du magst und es sich gut und stimmig anfühlt, dann verneig dich vor dir selbst und führe dich mit einem Moment der Dankbarkeit für die Zeit, die du schenktest, die Erfahrungen, die du gemacht hast und das, was du mitnehmen möchtest aus dieser Stunde. Und dann lass uns gemeinsam wieder aufrichten, die Augen öffnen. Danke dir, dass du mir Zeit schenktest und dein Vertrauen schenktest. Ich wünsche dir für die nächsten Tage ein liebevolles Herz, einen guten Modus, um durch die Herausforderungen der Welt zu kommen. Und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin herzlichen Dank. Namaste.